Factory 56 steht konsequent für die Transformation in der Automobilproduktion. Das heißt, eine Vernetzung und Transparenz der kompletten intralogistischen Prozesse. Eine der modernsten Produktionsstätten weltweit im Automobilbau. Wir bauen hier auf einer Linie gemeinsam unsere S-Klasse mit Verbrennungsmotoren, mit Hybridantrieben, aber auch unsere S-Klasse Maybach und nicht zuletzt unseren vollelektrischen EQS. Klassischerweise würde man so eine Versorgung mit Fördertechnik machen. Weil wir uns aber auch flexibel aufstellen wollten, haben wir uns entschieden, eine hochmoderne AGV-Flotte einzusetzen. Safeguard hat in der Factory 56 mehrere Prozesse eingeführt, die sich in Warenkorb- und Nicht-Warenkorb-Prozesse unterscheiden. Die fahrerlosen Transportsysteme transportieren zum einen die Karossen in der Techline, zum zweiten transportieren sie die Warenkörbe von der Kittingzone ans Band, also sprich wir sagen hier an den Verbauort. Unter anderem werden aber auch die vormontierten Komponenten wie Motoren, Sitze und Cockpit durch fahrerlose Transportsysteme bereitgestellt. Beim Warenkorbprozess geht es darum, einen Warenkorb mit genau den Bauteilen auszustatten, um ein konkretes Fahrzeug zu bauen. In den Pickzonen werden die Warenkörbe zusammengestellt. Wir verwenden sogenannte Pick-by-Light-Anlagen, um genau die Bauteile zu sammeln, die für dieses entsprechende Fahrzeug notwendig sind. Im Anschluss wird der bestückte Warenkorb mittels fahrerlosem Transportfahrzeug an den jeweiligen Bandabschnitt transportiert. Am Bandabschnitt entnimmt der Montagemitarbeiter den Warenkorb und ordnet ihm genau dem entsprechenden Fahrzeug zu. Es findet ein fließendes System statt. Das heißt, wir haben eine komplette Perlenkette von Warenkorb verbauert und wieder zurück. Die Vorteile beim Einsatz von fahrerlosen Transportfahrzeugen im Warenkorbprozess sind zum einen, dass wir dadurch die Variantenvielfalt besser zu beherrschen lernen. Auf der anderen Seite können wir auf Stückzahl und Modelländerungen flexibel reagieren. Der Sitzeprozess ist ein sogenannter Nicht-Warenkorb-Prozess. Die Sitze werden vollautomatisiert aus dem LKW gezogen und auf den Förderband gebracht. Über einen Extender-Hubtisch werden die Sitzegestelle an das AGV übergeben und das AGV fährt in einen Vollgutsammelpuffer. Das Aufrücken und Losfahren zum Band erfolgt über die SafeLock-interne Schwarmkommunikation. Am Band gibt es zwei Abgusspositionen. An der ersten Abgussposition nimmt der Werker den ersten Sitzeteil und verbaut ihn und schickt das AGV über ein Wasser weiter in die zweite Position. Da wird der Rest entnommen, verbaut und das AGV fährt zurück in den Leergutsammelpuffer. Das heißt, der Mitarbeiter ist dafür zuständig, dass das AGV weiterfährt und er entscheidet auch, wann das AGV weiterfährt. Der Vorteil der automatisierten Versorgung ist, dass sie zum einen sehr gut überwachbar ist, zum anderen aber auch den Prozess sicherstellt.